fehlt's denn? Ja, er macht's ja so nicht mehr lang, glaube ich, Herr Doktor. Aha. Und wie alt ist er? Genau weiß ich es nicht, aber 12 Jahre bestimmt. Nein, das glaube ich nicht. Also, der macht mir einen wesentlich jüngeren Eindruck. Nein, das täuscht, Herr Doktor. Das täuscht. Schauen Sie, oft kann er vor Schmerzen überhaupt nicht mehr gehen. Und dann frisst er wieder wochenlang nichts. Also, meine Frau und ich, wir sind uns einig. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Wie lange haben Sie denn das Tier schon? Noch nicht so lang. Er hat meiner Schwiegermutter gehört. Und die ist letzten Herbst gestorben. Ja, und da hat ich halt meine Frau am Sterbebett versprochen, dass den Hund nicht in ein Tierheim gibt. Aber jetzt wollen Sie ihn einschläfern lassen. Ja, von Wollen kann gar keine Rede sein. Es bricht uns ja schier das Herz. Also, es tut mir leid, also, ich sehe überhaupt keinen Grund dafür. Also, ich mach das nicht. Schauen Sie, Herr Doktor, jetzt wirkt der Putz munter. Aber in ein paar Stunden, da liegt er dann wieder rum, kann sich nicht rühren und hat Schmerzen, dass man es gar nicht mit anschauen kann. Wissen Sie was, Herr Heimreich? Wenn diese Symptome wieder auftreten, dann rufen Sie mich am besten an. Ich komme sofort vorbei. Mhm. Wissen Sie, die meisten Menschen bedenken gar nicht, wenn sie sich so ein Tierchen ins Haus holen, dass sie auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Und man, so ein Viecherl macht natürlich ein bisschen Arbeit. Ja, aber da ist uns ja nichts zu viel, gell, Struppel? Dass eine Frau sowas macht. Alle Achtung! Ich habe den Beruf genauso erlernt wie jeder Mann. Ja, trotzdem. Bei allen Tieren eindeutig Mangelerscheinung. Mangelerscheinung? Das habe ich auch. Bloß andere. Was füttern Sie denn? Ja, was täuscht halt. Und kein Trockenfutter? Oder Silofutter? Die Kühe kommen ja sowieso wieder bald auf die Weide. Sie sind von Haus aus kein Bauer, nicht wahr? Ich bin Werkzeugmacher. Na, Werkzeugmacher und Maschinenbauer. Das hier ist alles nicht meins. Mich hat's hierher verschlagen. Verschlagen? Sie haben doch hierher geheiratet, Herr Berner. Ja, und was haben die jetzt davon? Eine Zeit lang hat's so ausgesehen, als wollte Dr. Mollfender hier seine Praxis aufmachen. Ja, die Lage wäre nicht ungünstig für einen Tierarzt. Der ganze Stall steht Ihnen zur Verfügung. Hinter kann man leicht anbauen für ein geräumiges Wartezimmer. Mir zur Verfügung stehen? Wie kommen Sie denn da drauf? Die Spatzerpfeifer, das ist doch von den Dächern. Sie sind genauso eine Tierärztin wie der Dr. Mollfender oder Ihr Chef, der Dr. Engi. Ja, schon. Ja, und irgendwann will Sie sich doch sicher auch mal selbstständig machen. Irgendwann mal, aber jetzt ganz sicher noch nicht. Also, wenn Sie Interesse haben, wie meine Frau abkauisch, hat sie gesagt, ich kann mit dem Hof machen, was ich will. Ich habe jetzt wirklich nicht die Absicht, mich selbstständig zu machen, Herr Berlinger. Rausschmeißt und frisch weißelt. Was? Na ja, die Wände frisch streicht. Und nach hier draußen vielleicht ein Durchbruch, dann wäre das ein ideales Wartezimmer. Hier können Sie den Behandlungsraum reinmachen. Fliesen, kaltes Wasser, warmes Wasser, alles da. Abfluss. Na ja, man müsste halt vielleicht ein bisschen was machen. Das sehe ich allerdings auch so. Sagen Sie, haben Sie eine Schaufel und einen Besen? Hä? Ja, solange ich die Tiere füttere, können Sie ja schon mal den Stall ausmessen. Hallo. Theo? Ja? Und du bist sicher, dass unser Struppel da wirklich gut versorgt ist, gell? Ja, sicher, freilich. Ich habe übrigens mit denen geredet, habe ihnen gesagt, dass uns das ab und zu ein bisschen zu viel wird mit dem Hund, gell? Ja, und sie haben gesagt, wenn jemand kommt und ihn mitnehmen will, dann... Was? Wer? Ein Struppel? Ja, nein. Freilich bloß zum Spazierengehen mitnehmen. Ach so.
Aber wenn man die Leute doch gar nicht kennt. Nee, also ich habe ja immer schon gesagt, wenn man ein anderes, schönes Zuhause für den Hund findet, dann könnte man ja vielleicht ganz weggehen. Und ich hab dir immer schon gesagt, dass das für mich überhaupt... Du hast selber oft nur gesagt, wenn wir den Hund nicht hätten, dann wären wir beweglicher. Ja, dann könnten wir reisen, uns was gönnen. Das stimmt ja auch. Aber deswegen würde ich ihn doch noch lange nicht hergeben. Das könnte ich doch schon meiner Mama nicht antun. Ich würde bloß keinen neuen mehr hertun. Das habe ich gesagt. So, Dr. Kroll, auf geht's, Gassi, komm. Und? Wie war's? Sie haben genau gewusst, was da auf mich zukommt. Ja, Mann. Sie wollten ja unbedingt Außendienst machen. Stimmt. Ja, also, morgen können wir wieder tauschen. Nee, so schnell gebe ich nicht auf. Ich schaff das schon. Das glaube ich schon, dass Sie das schaffen, aber... Aber was? Ja, ob wir das schaffen, wissen Sie, Mann. Wenn Sie hier voll als Tierärztin einsteigen, ob das meine kleine Praxis trägt, glaube ich weniger. Wir haben da noch gar nicht ausgehandelt, was Sie das kosten soll. Lassen Sie uns in Ruhe drüber reden. Naja, das müssten wir unbedingt mal machen, gell? Und warum nicht gleich jetzt? Ja, man, Ihre Forderungen, die kenne ich ja ungefähr. Irgendwie werden wir uns einig werden. Irgendwie? Fragt sich bloß, wie irgendwie? Hui, das riecht aber gut. Haferkuchen kann ich schon gar nicht leiden. Was ist denn das? Gulasch ohne Fleisch. Hast du jetzt endlich mit ihr gesprochen? Mit wem? Die Frau Janowski wartet seit 3 Wochen drauf, dass du mit ihr klärst, wie es weitergehen soll. Ja, ich weiß. Wenn sie dir davonläuft, dann schaust du alt aus, das sag ich dir. Jeder Mensch ist ersetzbar. Die Frau Janowski nicht. Wenn du nicht schon mein Schwiegersohn wärst, würde ich sagen, heirat sie, was Besseres findest du nicht mehr. Hoppala. Ja. Was ist mit dir los, hä? Hat jemand vergessen? Ja, Kosti. Gibt's ja nicht. Wart bloß. Ich nehme jetzt mit. Na ja, jetzt. Oh ja, deiner. Meiner doch. Ja. Hupf. Ja, jetzt ist es gleich. Oh, jetzt. Glaubst du, ich weiß überhaupt nicht mehr, warum wir den Strubbel nicht mitgenommen haben? Zum Skifahren? Ja. Außerdem, da herum gäbe es doch auch Gelegenheiten genug. Na komm, hör auf, da kenne ich jeden Buckel. Urlaub, das heißt für mich verreisen. Ja. Du, Theo, ja. Bitte lass uns doch noch einmal bei dem Tierhotel vorbeifahren. Was? Ja. Ich habe mich überhaupt nicht richtig von ihm verabschiedet. Ihr seid plötzlich weg gewesen. Verabschiedet? Ein Hund kennt doch keinen Unterschied zwischen Abschied und Ankunft. Wenn wir jetzt da plötzlich daherkommen, dann meint doch der, wir sind schon wieder zurück und holen ihn ab. Ach so. Du, nachher nehmen wir ihn eben doch mit. Also Gertrud, wirklich, ich häng mich da rein und geh noch zum Tierarzt. Was, du warst beim Tierarzt? Ja, natürlich. Ja, ich wollte halt, dass der Hund gesund ist, wenn er in diese Pension kommt. Also, die Frau Finkelstein, die kennt doch einen Strubbel. Und wenn's mich fragst, die Finkelstein ist zwar eine ausgeschampte Geschäftsfrau, eine ganz ausgeschampte, aber wenn wirklich was wäre mit dem Tier, nachher darf die sofort nach ihm schauen lassen. Du hast ihn doch in die Tierpension Finkelstein gebracht. Ja, freilich, ich kenne doch gar keine andere. Ja,
Schaffzeiten. So langsam mache ich mir wirklich die ärgsten Vorwürfe, dass ich das nicht selber gemacht habe. Gertrud, bitte, jetzt steig ein. Ich möchte gern morgen in der Früh um 9 Uhr auf der Piste stehen. Es ist offen. Ja, Josef, seit wann bist du auf den Hund gekommen? Den dort, den haben sie ausgesetzt. Oh. Oben auf der Landstraße bei Alban. Ja, hab ich mir gedacht, bevor ich ins Tierheim tue, komme ich zu dir. Bei dir, da fühlt er sich ganz bestimmt wohler. Bei dir, da fühlt sich sowieso fast jeder wohler. Was anderswo. Fangst schon wieder damit an, Josef? Darf ich aufnehmen? Ja, freilich. Du, sag einmal, stimmt es, dass du jetzt bei dem Tierarzt mitarbeitest? Freilich, weil ich hier nicht schon genug Arbeit hab. Stimmt's also nicht? Ich habe ihm angeboten, dass ich, wenn er sich mit der Arbeit nicht mehr hinaussieht, eine Weile bei ihm einspringe. Hm? Aber anscheinend arbeitet die Frau Janowski ja wieder bei ihm. So, so. Eine Weile einspringen. Josef, wir haben doch über alles klar geredet. Ja, ist in Ordnung. Du hast zu mir gesagt, mit uns zwar wert nichts, aber deswegen muss nicht unbedingt mit dem Viechdoktor was werden. Jetzt komm. Ich weiß nicht, was ihr mit dem immer habt. Die Katrin, die wollte da auch einspringen. Dabei haben wir bei uns auf dem Hof was gut nur zu tun. Ja, außerdem hat sich der Quirin doch mit seiner Frau wieder versöhnt. Das ist heute einmal so, morgen einmal so. Weißt du nichts gewiss. Also, kümmerst du dich um den Hund? Mach ich. Sieht man sie wieder einmal? Ja, gern. Sind Sie zufälligerweise Quincy Jones? Da werde ich bestimmt nicht da stehen, oder? Sag mal, wo bist du denn die ganze Zeit? Ich hab mich sowieso schon so beeilt. Um was geht's denn überhaupt? Ja, um den Musikwettbewerb, oder? Die Melodieführung war jetzt okay, aber ich weiß nicht, ich hab alles ausprobiert. Mach das einmal an. Klavier? Scheiße. Saxophon? Das klingt genauso scheiße. Weißt du was? Probier's doch du einmal. Was mit der Mutter Monika? Ein Geigen spielst du ja nicht, oder? Okay. Also. Probier ein Großer, schmeiß auf. So. Recht. Da fehlt eine Stimme. Eine schöne, weibliche Stimme. So, woher nehme ich die? Tina Turner ist gerade leider nicht frei, weißt? Und Madonna sagt, sie hätte auch andere Verpflichtungen. Aber sonst gern. Wie wär's mit Patrick Lindner? Ist gut. Aber ich brauche dann ja auch noch einen Text. Ne? Ja, da trinken wir schon eine Flasche Rotwein und dann fällt dann schon was ein. Wirklich ein Jammer, dass ich nicht singen kann. Frau Doktor, Natascha her. Hallo Quirin. Ja, lasst es euch schmecken, ich muss wieder los. So eilig? Ich hab Dienst in der Klinik. Du und die Frau Doktor. Was ist denn, was hast denn? Du bist doch jetzt wieder mit der Angelika zusammen, oder? Was hast du mit der Angelika zusammen? Das schon, aber... Ja, du. Es ist ja noch nichts passiert, ne? Noch arbeite ich dran. Weißt, das ist so wie mit diesem verdammten Song. Wer weiß, was am Ende dabei rauskommt. Aber eine Vorstellung hast du, oder? Eine ganz genaue sogar. Und jetzt machen wir Flaschen Wein auf und dann schreiben wir den Text. Da müsste ich in einer guten Stimmung sein, weißt du? Und das bin ich jetzt nicht. Ui. Seid bescheidet, Herr Dr. Engel. Ah.
Einen recht schönen guten Morgen. Morgen. Sie schauen ja aus wie ein Gespenst. Ist Ihnen nicht gut? Ich habe die halbe Nacht mit Bauchschmerzen wachgelegen. Aber es geht schon. Übrigens, zur Frau Goll brauchen Sie nicht nachfahren, das mache ich. Wir haben ja heute nur bis Mittag Sprechstunde. Gut. Und wann reden wir? Bei Hallmann, das hat doch noch Zeit, oder? Ich sollte schon wissen, woran ich bin. Ich könnte auch verstehen, wenn Sie lieber wieder eine Sprechstundenhilfe einstellen würden. Und was machen Sie dann? Mir wird schon was einfallen. Tschüss. Das kann der Lammers. Grüß Gott. Und wie schaut's aus? Mei, wie heißt's in die Berg? Die Viecher sind gesund und die Leute warten aufs Frühjahr. So wär's natürlich am besten, aber für den Tierarzt nicht, weil leben kann der davon nicht. Wieso? Sie haben uns doch eh noch nie eine Rechnung geschickt. Wie heißt es so schön? Wo nichts zu holen ist, da hat sogar der Tierarzt sein Recht verloren. Wer ist denn da so gut gelaunt? Die Evi, die hat einmal Gesang studiert. Aber wie wir dann beschlossen haben, dass wir aufs Land ziehen und Ökobauern werden. Psst. Das hört sich ja verdammt gut an. Das wär's doch. Was wär was? Na, was sagt der Produzent Quincy Jones dazu? Damn fucking good. Sensationell. Wo haben Sie das gelernt? HDK. Ja, und was bitte ist das HDK? Hochschule der Künste. Was machen wir hier eigentlich? Na, ein Demoband für den Wettbewerb Song und Chanson. Keine Schlager. Letztere steht zwar nicht auf der Ausschreibung, ist aber damit gemeint. Grüß dich. Ja, Strubel, was machst denn du hier? Ach, kennst du ihn? Ja, freilich. Der war erst gestern bei mir in der Praxis. Aber wie kommt denn der zu dir? Der Josef, also der Hallhuber, hat ihn mir gestern Abend gebracht. Stell dir vor, der arme Hund ist ausgesetzt worden. Direkt an der Zufahrtsstraße zur Autobahn. Das habe ich fast befürchtet. Bitte? Ja, sein Besitzer wollte ihn einschläfern lassen. Wahrscheinlich wollte er ungestört in den Skiurlaub fahren. Vielleicht sollst du lieber doch noch mal einen Kurs machen, hä? Wieso? Du hast doch gesagt, wir fahren diesmal die ganze Woche zusammen und du zeigst mir was. Ja, aber ich glaube, dass da meine Talente als Skilehrer nicht ausreichen, wirklich. Warum richtest du in deine eigene Werkstatt ein? So ein Fachmann wie du? Werde ich dir Konkurrenz machen. Geh. Ich repariere hauptsächlich Motorräder und ärgere mich über jeden Bauern, der mit seinem Traktor daherkommt. Aber du hättest eh genug Platz auf deinem Hof. Na, vielleicht bald nicht mehr. Wieso? Die Janowski überlegt, ob sie nicht eine eigene Tierarztpraxis aufmacht. Was? Bei dir? Ja, warum denn nicht? Der Mollfender hat sich das ja auch schon mal überlegt. Das ist ganz problemlos. Einfach rein ins Futter und wechseln die Würmer. Ja, danke, Herr Doktor. Nichts zu tun. Für Gott. Ah, Herr Naujox. Sie haben ganz vergessen. Gerade habe ich dir sagen wollen, dass der Herr Naujox noch kommt. Aber wenn es nicht passt, komme ich anders mal wieder. Ach, freilich passt. Ach, gut. Wenn meine Schwiegermutter sagt, es passt, dann passt es halt einfach. Ja, jetzt komm her, Frau Schneider, kommen Sie mal mit. Ja, jetzt lass dich mal schauen da. Ich habe einen Windbruch in meiner Jagd, aber immer gedacht, mache ich Ihnen einen Strauß. Schön. Haben Sie den wirklich selber gemacht? Ja.
Na ja, sicher, was denken Sie denn? Am liebsten wird der bis in die Stuben reinfahren, der Chaco. Hallo, Doktor! Servus, verlorener Sohn. Die anderen stellen ihr Fahrzeug drunten an der Straße ab. Ja, die anderen. Aber für mich gilt, besser schlecht gefahren als wie gut gegangen. Egal, Hosis. Ich hätte einen Kaffee und einen Streuselkuchen. Ja, lass es nur, das schaffe ich schon allein mit dem Krambamboli. Übrigens, der Streuselkuchen meiner Schwiegermutter ist einsame Spitzenklasse. Komm. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Blumenhaus Weinmeier. So ein Schlawiner. Na, die Kampfhunde können verboten. Hm? Die Viecher, die können nichts dafür. Die Halte, die gehören bestraft, verstehst? Das lassen wir sicher. Ja, fix das. Eieiei. Wie schnell sowas bei einem gesunden Viecherl verheilt, gell? Nein, bist du brav. Du, was sagst du denn, wenn der Janowski eine eigene Praxis aufmachen wird? Ach, wie kommst du denn auf sowas? Schaut so aus, dass der Beilinger gefragt hat, ob sie sich bei ihm einmieten will. Ach, das glaube ich nicht. Er will sogar dazu bauen, hinten raus, für ein Wartezimmer. Und von wem hast du die Information? Aus allererster Quelle. Na, von der Karin. Na, von Berlinger. Zum Glück habe ich einen großen Bestand von gut abgelagerten Hölzern. Solche Bäume kriegt man halt gar nicht mehr. Alles nur Bruch. Naja, und die Möbelindustrie, die geht sowieso mehr auf exotische Hölzer oder dann gleich auf Spanplatten oder Kunststoff. Und wie viele Leute arbeiten bei Ihnen? Naja, so ein Sägewerk ist halt auch ziemlich automatisiert. Früher habe ich 24 Leute gehabt, jetzt sind es gerade noch 8. Aber wenn Sie sich dafür interessieren, kommen Sie doch einmal vorbei. Ja, warum nicht? Also, wenn der Krambambuli genauso zäh ist wie sein Herrchen, ist er ja, 2 bis 3 Wochen mit auf dem Damm. Das hört man gern. Komm, setz dich her. Na, ich muss noch mal rüber in die Praxis die ganze Abrechnung machen. Herr Dr. Engel, kommen Sie doch mal mit zur Wildfütterung. Mit den Kindern vielleicht. Ja, bestimmt eine gute Idee. Und die Kinder würden sich auch freuen. Also, ja, schauen wir da mal, gell? Was hat er denn? Vielleicht will er bloß nicht stören. Morgen ganz bestimmt, Sebastian. Ja, und am Sonntag will uns der Herr Naujaks mitnehmen zur Wildtierfütterung. Ja, das wird super. Gib mir noch mal die Mama. Ja, gleich, gell. Mama! Ja? Der Papa. Quirin? Da ist sie. Ich hab gesagt, das mach ich allein. Du, ich glaub, der Papa kommt heute nicht mehr. Oh, schade. Jetzt hab ich extra für dich mitgekocht. Ja, ich kann's bis hierher riechen. Aber du, ich hab noch so eine Menge aufzuarbeiten. Ja, außerdem muss ich mit der Frau Janowski noch ein wichtiges Gespräch führen. Na, hat das nicht bis morgen Zeit? Du, stell dir vor, die will eine eigene Praxis aufmachen. Na wunderbar. Jetzt, wo sie alle deine Patienten kennt. Quirin, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Da kommt sie gerade. Also, morgen klappt's ganz bestimmt. Also, mach dir wegen uns keinen Knopf ins Knie, ja? Pirti, alles Gute. Bist du jetzt sauer, Mama? Ja. Aber ausnahmsweise mal nicht auf den Papa. Nein. Guten Abend. Ich bin fix und fertig. Das kann ich doch machen. Das auch noch? Ich habe am Wochenende so und so nichts anderes zu tun. Sind Sie da ganz sicher? Ja, da bin ich eigentlich ganz sicher. Nein, so eine eigene Praxis einzurichten, das ist ein Haufen Arbeit. Das kenne ich aus Erfahrung. Was reden Sie denn da? Wissen Sie, bei uns hier im Kiratal erfährt man über kurz oder lang alles. Meistens über kurz. Aha. Und? Ja, nix und. Sie haben doch irgendwas. Stimmt es, dass Sie auf dem Berlinger Hof eine eigene Tierarztpraxis einrichten? Wer sagt denn sowas? Na ja, der Berlinger, der plant ja schon den Anbau fürs Wartezimmer. Wahrscheinlich wird es viel größer und moderner als die hier. Aber sonst geht's Ihnen gut, ja? Das ist zurzeit das Gespräch hier in der Gegend. Ich find's ziemlich schäbig. Was?
Was finden Sie schäbig? Ja, Sie machen ja gerade den Außendienst. Da klappern Sie alle Kunden ab. Und die Leute, die hier in der Praxis ein- und ausgehen, die kennen Sie ja sowieso. Sie unterstellen mir allen Ernstes? Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Ich sage nur das, was alle anderen Leute schon wissen. Außer mir. Und Sie glauben das? Was heißt, ich glaube das? Ob Sie das glauben, will ich wissen. Ja, Mann. Warum denn nicht? Weil Sie mich besser kennen müssten. Wenn ich sowas vorhätte, dann würde ich doch zuallererst mit Ihnen drüber reden. Die ist ja vom Hof gefahren, als ob der Teufel hinterher her wäre. Die arbeitet ganz schön was weg. Habt ihr einen Krach gehabt? Der Jacques hat mir erzählt, dass sie eine eigene Tierarztpraxis aufmachen möchte. Und ich habe sie zur Rede gestellt. Sie ist zwar ein bisschen eigensinnig, aber ganz bestimmt nicht hinterhältig. Wenn sie das wollt, dann hätte sie doch zuallererst mit dir darüber geredet. Ja, das hat sie auch gesagt. Ja, Gott. Schmeiß Hirn runter. Lise, hol dich mit meinem Traktor ab. Wenn's Dinger willst, nachher gehst besser wieder runter in die Bar. Ja, was ist denn mit dir los? Wo ist unser Hund? Wieso das? Das weißt doch. Wo mein Struppel ist, möchte ich wissen. Was meinst du, was mich jetzt dein Köder interessiert? Du, ich hab meiner Mama am Sterbebett versprochen, dass ich mich um den Hund kümmere. Ja, jetzt hör nur grad wieder einmal auf. Krieg ich jetzt eine Antwort? Ja, wo wird er denn schon sein? Bei deiner Frau Finkelstein ist er heute. Bei der Frau Finkelstein ist er nicht. Mit der habe ich nämlich vor 30 Minuten telefoniert, weil ich mich hab nach dem Strudel hab erkundigt. Okay, ich wollte mir die Kosten sparen. Ja, so eine Hundepension ist ja teurer als bei unser Hotel da. Hast du nicht gesagt, du warst noch mit ihm beim Tierarzt? Hast du den Struppel etwa. Hast du ihn etwa einschläfern lassen? Ach, Blödsinn. Was darf man nicht einmal im Traum einfallen? Nein, der Hund ist bei einem Freund von mir. Bei einem Freund? Ja? Bei was für einem Freund? Du hast doch gar keine Freunde. Du, jetzt reicht's aber, gell? Bloß weil du keinen Kontakt zu anderen Menschen hast, muss er das bei mir nicht genauso sein. Warum gehst du nicht auch ein bisschen unter Leid? Sitzt ständig da in deinem Hotelzimmer umeinander, während unten an der Bar der Bär steht. Ach komm, hör doch auf, da ist doch wirklich jedes Wort zu viel. Felt alone in the city. I had a house, but no home. Sometimes the life shows no pity. Then you came along, we got into talking, and I felt all so right. Respekt. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Das war spitze. Und von wem ist der Text? Von Oskar. Ich hab's unter seinen alten Gedichten gefunden. Und Benno hat's dann an die Musik angeglichen. Und weiß denn der Oskar von seinem Glück? Nein. Der weiß überhaupt nicht mehr, dass er mal so eine Schmonzette geschrieben hat. Heute würde er das natürlich weit von sich weisen. Ja, aber das könnte nicht einfach so hinter seinem Rücken machen. Wieso nicht? Vorhin nehmen wir das genauso auf. Genau. Und Sie machen hier nicht so auf Nieselprimen. Was ist eigentlich ein Nieselprim? Ja. Du schaust ja auch wirklich nur 7 Tage Regenwetter. Die Karin Janowski will vielleicht eine eigene Tierarztpraxis aufmachen. Vielleicht? Ja, so genau weiß ich es eben nicht. Warum fragst du es dann nicht einfach? Frag du mal jemand, der mit dir nicht mehr reden möchte.
Gertrud, das mit gestern Abend tut mir leid. Ich habe einfach zu viel Drunk gehabt. Weißt du, was du gestern Abend gesagt hast, war sehr klar und deutlich. Aber ich möchte jetzt von dir bloß wissen, wo ist der Hund? Bei meinem Freund Toni Sterz. Gut, nachher gibst du mir seine Nummer. Das nutzt nichts, der ist nicht da. Der kommt erst morgen wieder zurück. Der ist auf einer Wanderung und da hat er den Hund mitgenommen. Nachher fahr ich morgen nach Hause. Ja, da fahr ich natürlich mit. Ja, jeder soll sowieso umschlagen. Ich kümmere mich darum, gell? Ich ruf die Frau Niederer an und sag ihr Bescheid. Grüß Gott, Herr Berlinger. Ich hab nicht nach Ihnen geschickt. Na ja. Herr Berlinger, mit der Frau hier. Was ist es da mit der Praxis von der Frau Janowski? Was soll das sein? Na ja, der Jacques hat gesagt, sie hätte behauptet, dass sie hier einziehen will. Ja, no. Man hat drüber geschwätzt. Unverbindlich, sozusagen. Nichts Genaues, so halt. Mich würde das Ungenaue auch interessieren. Was geht Sie das überhaupt an? Das wissen Sie doch. Gibt es irgendwelche konkreten Pläne? Ich habe ihr bloß erzählt, dass der Mollfender auch mal hier hat einziehen will mit seiner Praxis. Mehr nicht. Grüß Gott, Herr Berlinger. Du Quirin, ich habe die Karin Janowski gerade ins Krankenhaus bringen lassen. Verdacht auf Blinddarmdurchbruch. Was? Ich wollte gerade zu ihr rauffahren. Ja, hast du denn gar nichts gemerkt? Die muss ja seit Tagen unter schrecklichen Schmerzen gelitten haben. Gemerkt, ja. Nein, eigentlich nicht. Also, die hat auf den Außendienst gemacht. Das gibt's ja nicht. Die muss ja eine Kraft haben. Es tut mir jetzt aber richtig leid. So eine nette junge Frau. Dort. Heimreich kenne ich nicht. Ein entlaufener Hund. Na, da ist bei uns nichts bekannt, oder? Ja, das ist also ein West Highland Mischling. Ja, klein, weiß und hört auf den Namen Strubbel. Und der Hund ist ausgesetzt worden? Ja, das halte ich zumindest für möglich. Aber vergessen Sie es einfach. Ich hab mal gedacht, er wäre vielleicht bei Ihnen abgegeben worden. Ja, vielleicht rufen Sie mal im Tierheim Marlies Koll an. Da bringen die Leute meistens solche Viecher hin. Haben Sie da eine Telefonnummer? Nummer? Ja, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass Ihr Hund ausgesetzt worden sein könnte? Wer sagt denn, dass das mein Hund ist? Ja, ich. Ich kenne Sie nämlich und ich kenne auch Ihren Hund. Der Polizist sozusagen als Kontaktbereichsbeamter. Wie es jetzt anderswo heißt, nicht wahr? Marlies Koll, gleiche Vorwahl und dann 467, verstanden? Jetzt schreien's doch nicht so. 467. Danke. Ja, das hat er aufgelegt. Das haben sie von mir, Schreierei. Also, ich will mal sagen, der hat bestimmt den Hund selber ausgesetzt und jetzt hat er schlechtes Gewissen. Ich sage Ihnen was, Herr Kollege. Schlechte Gewissen werden heutzutage auch immer seltener. Sie verschonen mich mit Ihren Kalenderweisheiten. Ja, Toni? Ja, hier ist der Theo. Servus. Du, Toni, du musst mir unbedingt einen Gefallen tun. Und, bei dir wieder alles okay? In deiner Ehe, meine ich. Ich glaube schon. Wie geht's denn dir? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es doch so weh tut. Sieht ganz so aus, als hätte ich mich richtig in dich verliebt gehabt. Weißt du, Annemarie? Mach dir bitte kein schlechtes Gewissen, dass wir. Frau Kollegin? Ja? Es ist Gott sei Dank alles in Ordnung, aber es war hart an der Grenze. Da bin ich jetzt aber froh. Und dann muss ich leider sagen, dass sie strenge Anweisungen erteilt hat. Der einzige Mensch, den sie nicht sehen will, sind Sie. Da bin ich jetzt aber nicht froh. Keine Chance. Keine Chance. Gut, dann gehe ich halt wieder. Aber lass die Blumen da. Ich stelle sie so lange ins Wasser. Ihr seid doch alle gleich. Keine Ahnung von uns Frauen. Du meinst, ich komme auch rein? Quirin. Versuchen Sie später. Im Augenblick hat sie noch Besuch. Also der Berlinger hat dem Chaco tatsächlich erzählt, dass Sie bei ihm eine eigene Praxis aufmachen wollen.
Der Chaco hat es dem Quirin erzählt und auch sonst noch dem oder jenem. Sie wissen ja, wie so ein Gerücht entsteht. Mich hat nicht geärgert, dass der Berlinger das so erzählt hat, sondern dass ihr Schwiegersohn das so geglaubt hat. Ich meine, ich bin doch immer fair gewesen. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber Männer glauben doch immer gleich alles Schlechte, was über uns Frauen rum erzählt wird. Wie lange müssen sie denn hier noch liegen? Frau Dr. Polenz meint, so 4 bis 6 Wochen wird es schon dauern, wenn ich nicht noch zu einer Kur muss. Herr Viech, Doktor. Ah. Guten Morgen, Herr Hallhuber. Morgen. Bei mir ist alles gesund. Ja, Sie haben mich auch gar nicht gerufen. Ich wäre auch gar nicht gekommen. Aber der Hof liegt einmal auf dem Weg. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe mit dem blinden Alarm überhaupt nichts zu tun. Gar nichts, oder? Gar nichts. Ich glaube es Ihnen aufs Wort. Schon? Das tat jetzt auch nicht so. Da haben Sie das miese Spiel also doch mitgemacht, hä? Und Sie? Sie haben versucht, meine Tochter abzuwerben, damit es bei Ihnen aushilft, oder? Ja oder nein? Natürlich nicht. Ihre Tochter kam zu mir in die Praxis und hat sich also sozusagen selber angeboten. Aber Sie hätten das angenommen. Eine ganz miese Tour ist das. Was wir mit dem Strubbel machen, das wissen wir auch noch nicht. Mit wem? Ja, mit dem Hund, den Sie gefunden haben. Ach so. Wissen Sie, wem der gehört? Servus, Quirin. Morgen, Josef. Grüß dich. Also, zu dir wollte ich auch noch vorbeikommen. Stell dir vor, der Heimreich hat bei mir angerufen. Wer ist das? Ja, das ist der, der den Hund ausgesetzt hat. Der hat erfahren, dass ich manchmal herrenlose Tiere aufnehme. Und jetzt wollte er halt wissen, ob sein Strubel ganz zufällig bei mir gelandet ist. Und? Hast du ihm's nachher gesagt? Ja, nix natürlich. Die kommen übrigens heute schon wieder. Die fahren gleich nach dem Mittagessen los. Weißt was? Die sollte man genauso aussetzen wie der ihre Hund. Das geht auch wieder nicht. Ah, da bin ich anderer Meinung. Servus, für Gott. Komm. Servus. Ich, Doktor. Meine Tochter, lass du in Ruhe. Ja, klar, also von mir aus. Ich meine, es gibt auch noch andere Damen, die bei mir in der Praxis arbeiten möchten. Für Gott. Gertrud, ich muss dir was sagen. Ich hab vorher noch schnell mit dem Toni telefoniert. Der ist gestern Abend schon von seiner Wanderung spät zurückgekommen. Wie geht's dem Strubbel? Ja, das ist es ja gerade. Also, raus mit der Sprache. Er ist im Abgehauen. Ja, wahrscheinlich hat er einfach Heimweh gehabt. Dann wäre er ja zu uns nach Hause gelaufen. Na, schon auf der Wanderung im Fichtelgebirge. Ich glaub da kein Wort mehr. Ja, aber man muss ja die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Vielleicht findet ja irgendjemand den Hund. Das wird ja auch nichts mehr nutzen. Ja, warum denn nicht? Darum. Wo hast denn du das her? Aus deinem Lodenmantel. So suchst du jetzt schon meine Klamotten durch, ja? Also, warum hast denn du die Hundemarke nicht weggeschmissen, hä? Hast dich rückversichern wollen, falls der Hund doch wieder auftaucht. Dann hättest du ihn still und heimlich wieder umgemacht, die Marke, stimmt's? Ja, ich weiß schon, dass ich einen Fehler gemacht hab. Einen schweren Fehler. Gertrud, es tut mir leid. Wirklich. So. Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich Sie nicht sehen will. Na ja, ich weiß. Sie haben ja recht und es tut mir wirklich leid. Bitte nicht. Wenn ein Mann den Zerknirschen spielt, dann ist eine Frau meistens ziemlich wehrlos. Sie doch nicht. Sie haben wirklich keine Ahnung. Gut, dann machen wir jetzt den Vertrag. Das eilt doch jetzt nicht mehr so. Lassen Sie mich erst mal halbwegs gesund werden. Wie wär's nicht ganzwegs? Hier, Blumen sind für Sie. So, und um was geht es jetzt bitte? Schönen Gruß vom Chaco. Spezialkleber, universell verwendbar. Die werden sich heute noch wundern.
Oh, ich glaube, es geht los. Theo, geh mal her da. Was ist denn jetzt schon wieder? Du, da ist was mit dem Schloss, da ist was komisch. Was soll denn da komisch sein? Also bitte. Warum bist du denn so gereizt? Ja, gereizt, aber du wärst doch das Haustier aufsperren können. Also Theo, bitte. So, komm, jetzt gib mal den Schlüssel her, dann wär's gleich sehen, wie schnell dass die Tür offen ist. Bitte. Das gibt's doch nicht. Sitzt das? Sag mal, was ist denn das? Ja, da ist was drin. Sag ich doch. Also, wenn ich das so höre, die können einem fast leid tun. Nein, mir nicht. Du, den Strubel bring ich nachher zu dir, ja? Okay. Servus. Was ist denn jetzt da schon wieder los? Wir kommen in unser eigenes Haus nicht rein. Als ob ich nicht schon genug durchgemacht hätte mit dir die letzten Tage. Jetzt beruhig dich, das ist nichts weiter als ein ganz blöder Lausbubenstreich. Aber Theo, wenn wir doch nicht mehr reinkommen. Beruhig dich, habe ich gesagt. Ich hol den Berlinger, der kann sowas. Um die Zeit. Ja, ich kann mir die Zeit auch nicht aussuchen. Was ist denn jetzt da los? Ich weiß doch gewiss, dass ich die Autotür offen lassen habe. Nachher sperr halt wieder auf. Ja, mit was denn der Schlüssel steckt? Ja, wir hätten dann abgesperrt. Ja, das weiß doch ich nicht. Und mein Mantel ist auch noch drin. Mit dem Guido mit alle Papiere. Da steckt kein Schlüssel. Was? Da steckt kein Schlüssel nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo waren der dann? Das fragst du mich? Du hast doch abgeschlossen. Ich hab nicht abgeschlossen. Schrei mich nicht an. Schrei mich ja nie wieder an. Gut. Wir gehen in ein Hotel. In Ordnung? Ja. Aber wir denn? Ohne Geld. Ohne Papiere. Ohne mein Schminkzeug. Das darf doch überhaupt nicht wahr sein. Das ist die Strafe. Ich hab's ja gesagt. Das ist die Strafe. Hey, schönen guten Abend zusammen. Sind wir schon wieder zurück aus dem Urlaub? Was ist der denn wieder? Guten Abend, Herr Doktor. Bisschen leicht bekleidet für so eine Kälte, hä? Warum gehen Sie nicht rein in die Wohnung? Ja, das ist ja wohl die dümmste Frage, die mir in den letzten 20 Jahren gestellt worden ist. Weil wir nicht reinkommen! Es ist halt kein Grand Hotel, aber wir haben immer ein Gästezimmer, ein Gäste-WC. Und wenn Sie wollen, können Sie natürlich genauso hier in der guten Stube aufhalten. Das ist selbstverständlich. Nein, wir sind Ihnen ja so dankbar, Herr Doktor. Es ist sehr freundlich von Ihnen. Das ist eine Situation, die wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind, gell? Ach was, es gibt Schlimmeres. Wo haben Sie eigentlich Ihren Hund? Das ist ja, er hat einen Struppel. So Bekannte geben und da geht's ihm ganz wunderbar. Stimmt. Geh, Strubel! Ja, Strubel! Ja, mein Strubel! Ja, da bist du ja! Wer kommt denn jetzt der Hund da her? Ich würde sagen, dem geht's ähnlich wie Ihnen. Erst war er heimatlos und dann hat ihn eine gute Seele bei sich aufgenommen. Weißt, wenn die Tiere fressen, dann schaut der liebe Gott aus dem Himmel raus. Oh, Papa, schau mal, der Hirsch. Ja, das ist der Chef.